gestern Abend und damit ein ebenso gefühlvolles Hallo und herzlich willkommen zur Sportschau, liebe Zuschauer. Tja, was sagt sie da nicht alles? Zweiter Grand-Slam-Sieg für sie, die neue Nummer 1 in der Welt. Alle Träume sind wahr geworden. Und schauen Sie mal, was wir gerade bei Instagram entdeckt haben. Das erste Selfie mit Siegertrophäe und mit den Worten vielen Dank für die großartige Unterstützung. Aber nein, wir haben doch zu danken. Und sehen Sie es ihr an? Sie sieht so ein bisschen müde noch aus. Es dürfte daran liegen, dass der Abend gestern noch länger ging. Oliver Meyer kann es beweisen. Ja, ein Fläschchen Schaumwein muss schon drin sein. Danach geht die Arbeit ja auch weiter. Ne? Eine neue, ganz große Nummer im Fußball ist RB Leipzig. Ja, zumindest gibt es immer mehr Leute, die genau das felsenfest behaupten. Und die haben ziemlich gute Gründe. Der jüngste stammt von gestern Abend. Erste Spieler Debütanten, und zwar von Naby Keita. Der Genese ist gerade von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt. Und der machte nicht nur die 36.000 Leipzig-Anhänger im Stadion glücklich, nein, auch den Mann am Rasenrand, Ingo Hane. RB also mit voller Power in diese Saison, was man von Werder Bremen ja nicht wirklich behaupten kann. Die Bremer haben auch ihr zweites Ligaspiel verloren, diesmal 1:2 gegen Augsburg und sind damit Tabellenletzter. Mehr zu den Sonntagsspielen dann von 21.45 Uhr an, heute Abend in den dritten Programmen. Und wir blicken jetzt noch mal zurück in den August und das aus gutem Grund. Wir suchen ja noch das Tor des Monats. Bis nächsten Samstag können Sie bei uns online abstimmen auf sportschau.de. Und ich will ja Ihre Wahl nicht wirklich beeinflussen. Aber es sind diesmal zwei Olympiasiegerinnen dabei. Das haben wir auch nicht alle Tage. Ordentlich was zu gewinnen gibt es auch bei der Wahl zum UEFA-Präsidenten. Fragt sich nur, für wen. Die Entscheidung über die Nachfolge von Michel Platini, die fällt kommenden Mittwoch in Athen. Und es gibt zwei Kandidaten, die die UEFA aus dem Schlamm ziehen sollen. Da hätten wir einmal Michael van Praag, holländischer Verbandspräsident. Der hat einen ziemlich guten Ruf, was in der Sportpolitik ja äußerst selten vorkommt. Und auf der anderen Seite Alexander Čeferin. Das ist ein Slowene, den kannte bis vor kurzem noch niemand. Auf einmal ist er der große Favorit, hat Unterstützung in ganz Europa. Vor allem die Russen sind seine Fans und der DFB. Der wird auch für Čeferin stimmen. Tja. Mehr Transparenz, weniger Skandale, das sollen die Ziele sein, so heißt es zumindest. Florian Bauer hat beide Kandidaten mal getroffen. Spannender Schlussspurt auch in der DTM. Nur noch 5 Rennen sind's und man kann sich ja immer und über alles beschweren, aber über Langeweile in dieser Saison nun wirklich nicht. 13 Rennen waren es bislang und da gab es 9 verschiedene Sieger und der jüngste war gestern am Nürburgring. Dann Rennen 2 in der Eifel, rein statistisch gesehen, also über die Saison müsste jetzt wieder ein anderer gewinnen. Aber Sie wissen ja, das ist schon Statistik, Andreas Ahn. So ist es. Immer schön weitermachen. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zu einer aussterbenden Art, singenden Fußballspielern. Aber ich kann Sie beruhigen oder vielleicht auch beunruhigen. Es hat nämlich wieder einer getan. Ronaldinho, Weltmeister mit Brasilien 2002. Ein brasilianischer Volksheld, der singt. Im Titel Ich bin ein Teil der Welt. Und der Titel passt irgendwie ganz gut, denn die Brasilianer sind bei diesen Paralympics tatsächlich großartige Gastgeber, feuern alle Athleten aus allen Nationen gleich gut an. Und jetzt kommt einer, den kennen Sie vielleicht schon aus unseren Übertragungen aus Rio. Der macht sowieso immer Laune. Stimmung passt, na dann machen wir doch einfach so weiter. Die Paralympics im ersten, morgen wieder von 16.05 Uhr an mit Rollstuhl, Basketball, da geht's zur Sache. Und Leichtathletik. Und ja, liebe Zuschauer, das war's von uns. Wir sagen Tschüss. Jetzt warten die Kollegen vom Bericht aus Berlin. Genau, Thomas Baumann, der wartet. Schönen Sonntag nochmal.